Was schleppe ich eigentlich Tag ein, Tag aus mit mir im Disneyland herum? Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Video, was in letzter Zeit öfter angefragt wurde. Es gab schon mal so ein Video vor Jahren, das habe ich schon mal im Disneyland damals aufgenommen, aber wie man sich so entwickelt, hat man auch immer, ist man auch für Zeit mal wieder für ein Update-Video. Ja, und so habt ihr euch gewünscht, dass ich euch zeige, was ich denn alles so mit mir rumschleppe im Park. Und mache ich doch gerne. Dass ich natürlich nach Sommer oder nach Winter Regen, kein Regen, immer schaue, wie das Wetter halt wird, packe ich einfach alles rein für jede Wettersituation. Das heißt, ihr könnt euch dann aussuchen, was ihr dann mitnimmt. Der nächste Disneyland Paris steht ja kurz davor, deswegen dachte ich, mache ich das jetzt, weil ich eh meine Sachen am Packen bin und zeige euch, was ich dann immer jetzt so mitschleppe. Und fangen wir an mit meiner kleinen Tasche. Ja, ich habe immer einen großen Rucksack und halt eine kleine Umhängetasche dabei, da ich gerne meine Wertsachen, vor allem Geld, halt immer gerne um mich habe und nicht im Rucksack. Toi, 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 ich hatte noch, also auf Holz muss man klopfen. Toi, 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 ich hatte noch keine Begegnung mit Taschendieben im Disneyland. Aber wir wissen, Paris ist jetzt nicht das sicherste Pflaster. Und deswegen gehe ich immer auf Nummer sicher und packe mein Geld vor allem immer hier in diese kleinen Taschen. Entweder Bauchtasche oder halt so eine Umhängetasche. Und habe da mein Geld drin, meine Handys und meine Jahreskarte. Also was ich immer dabei habe, ist natürlich Taschentücher. Dann ein Desinfektionsgel habe ich immer dabei. Und halt, wie gesagt, meine Jahreskarte. Die habe ich jetzt immer an so einem Lanyard dran. Das ist noch das 100-Jahre-Lanyard. Ich bin immer zu faul, diese Lanyards zu wechseln. Ich hatte eigentlich auch eins zu Weihnachten und zu Halloween, aber ich habe es einfach nicht gewechselt. Also das habe ich dann in dem einen Fach drin. In dem anderen Fach habe ich, wie gesagt, mein Geld drin, in so einem kleinen Geldbeutel. Habe ich extra für die Parks mir gekauft. Ist jetzt von Kate Spade, New York, ist halt so ein Minimaus-Geldbeutel. Das ist auch mein Euro-Geldbeutel, weil ich, seitdem ich jetzt in der Schweiz wohne, habe ich natürlich auch Schweizer Franken und da ich das nicht gerne mixe, ist das sozusagen mein Euro-Geldbeutel, auch mit meinen Euro-Karten, mit denen ich mit Euro zahlen kann. Natürlich kann ich auch mit meinen Schweizer Franken-Konten in Euro zahlen, aber einfach um das zu separieren, habe ich das alles hier drin. Und da ich ja in Disneyland Paris mit Euro zahle, nehme ich auch nur das mit. Und dann habe ich halt hier noch meine Earpods drin und noch weitere Kopfhörer fürs Tablet, was ich ja auch immer dabei habe. Ja, das ist erstmal so das Gröbste, was in der kleinen Tasche drin ist. Manchmal halt noch so kleine Frauenutensilien, wenn man so eine gewisse Zeit im Monat hat oder so. Genau, kommen dann hier auch noch rein. Und natürlich mein Handy. Ich habe ja zwei Handys. Ich habe einmal das OnePlus, das ist ein Handy mit der deutschen Nummer habe ich noch und das andere Handy, das iPhone 15 Pro Max, da habe ich auch immer gefragt, was ich aufnehme mit meinem Handy. Ich habe das iPhone 15 Pro Max und damit mache ich auch meine ganzen Videos und Instagram-Fotos und Aufnahmen und so weiter. Also in Gebrauch ist eigentlich fast nur das iPhone und das habe ich aber nur als Backup auch dabei und wie gesagt, meine deutsche Nummer ist da drauf, aber die ich mittlerweile auch immer weniger benutze. Ja, das war so die kleine Tasche. Dann habe ich immer noch zusätzlich, müsste man jetzt nicht, aber ich habe es schon gerne, immer so eine Tasche noch dabei. Also ihr seht mich immer nochmal mit so einer Tasche einfach in der Hand, weil ich da gerne einfach die Kamera, mit der ich jetzt filme, mit Stativ, ich habe das auch irgendwo noch hier liegen, genau hier. Also da ist oben ja noch die Kamera drauf und so filme ich ja dann. Und die habe ich gerne griffbereit. Aber die halte ich ungern in der Hand. Deswegen schmeiße ich dann immer alles hier so rein. Dann habe ich da manchmal noch meine Smoothies drin zum Frühstück oder meine Banane. Oder mein Wasser habe ich da drin. Also das, was ich so gerne so schnell griffbereit habe, schmeiße ich dann immer hier rein. Und trage die dann noch zusätzlich rum. Aber das ist halt meine Art des durch die Parks laufen. Ich packe. Und übrigens kann man das ja auch natürlich nicht nur fürs Disneyland, sondern für alle möglichen Freizeitparks
in Betracht ziehen. Also ich laufe auch so in anderen Parks wie Europapark oder so rum mit der zusätzlichen Tasche. Ja, und dann kommen wir schon zum großen Rucksack. In meinem Fall jetzt, weil es am Wochenende regnen soll, habe ich einen wasserfesten Rucksack dabei. Also ich habe natürlich verschiedene Rucksäcke, auch im Disney-Design, aber ich habe leider keinen wasserfesten Disney-Rucksack. Und wie gesagt, es soll regnen und stürmen und dann dachte ich, komm, weil ich auch mein Tablet, also an den meisten Tagen habe ich auch mein Tablet immer im Park dabei, nehme ich einfach den wasserfesten Rucksack mit. Genau, der passt auch ganz viel rein. Deswegen bin ich auch kein Fan von diesen Loungefly-Rucksäcken. Also ich habe ein paar und versuche mich dann zu minimieren, wenn ich einen anziehen möchte. Aber ihr seht gleich, ich habe so viel Zeug dabei, dass es manchmal einfach nicht geht. Dann muss ich halt so einen großen Rucksack mit mir rumschleppen, was auch manchmal an manchen Tagen echt anstrengend sein kann. Vor allem, es geht halt in den Rücken und so. Aber keine Ahnung, ich kann auch mich nicht zurückhalten mit dem, was ich mitschleppe. Ich zeige euch gleich, was ich schon mal reingepackt habe. Aber ich habe jetzt schon mal nach Wetter und nach Saison sortiert. Also zeige ich euch mal die Sachen, was ich jetzt gleich auf jeden Fall noch einpacken muss. Und zwar die Regensachen, dann noch ein paar Sommersachen und ich fange einfach mal an. Ja, wie gesagt, am Wochenende soll es regnen. Deswegen ein Regenschirm. Der ist jetzt hier mein It's a Small World Regenschirm, den ich mir mal gekauft habe im Disneyland. Ich hatte auch mal einen, der ein bisschen kompakter war, in so einer Plastikfolie, weil das Problem ist auch, wenn man dann den nassen Regenschirm hat, was macht man dann damit? Manchmal nutze ich auch die Tüte dann, die ich dann da dabei habe und schmeiße den nassen Regenschirm nur da rein, natürlich ohne Kamera. Aber nasser Regenschirm damit rumzuschleppen, ist auch immer so eine nervige Angelegenheit, muss ich sagen. Aber das Wetter können wir nicht ändern, also einen Regenschirm. Und dann habe ich auch manchmal, aber auch nicht immer, einen Poncho dabei. Dieses Mal werde ich ihn mitnehmen, weil es ist, wie gesagt, Regen angesagt, vor allem für Samstag. Und da habe ich halt verschiedene Ponchen heißen. Ist das die Mehrzahl? Ponchos? Ponchen? Und den habt ihr schon öfter bei mir gesehen. Und zwar ist das der von... Ich muss mal gucken, wo ist denn hier... Wo ist denn hier was? Moment. Genau, ihr seht, da können die Ohren rein. Also man kann die Ohren anbehalten und trägt trotzdem den Poncho. Der ist von Poncho Ears. Wenn es noch gibt, die Seite, die haben wir vor Jahren mal in Amerika bestellt, die Ponchos, mit Brina zusammen, verlinke ich euch gerne unten in der Infobox, die Seite. Ja, wie gesagt, Poncho Ears, man kann einfach die Ohren anlassen, halt ist immer noch ein Disney-Design und hat halt einen Poncho an. Wie gesagt, ich denke mal, jetzt nehme ich den auch am Samstag mit, aber ich habe nicht immer den Poncho dabei. Ich habe auch verschiedene, ich habe noch einen anderen Mickey-Maus-Poncho ohne Ohren, also wo die Ohren nicht reinpassen. Ich muss sagen, ich bin auch nicht der größte Poncho-Fan, weil erstens schwitzt man da drunter, wenn draußen warm ist und zweitens, wenn ich filme, wird meine Kamera trotzdem nass. Also der Poncho bedeckt halt mich, aber nicht meine Kamera. Und mit dem Schirm kann ich wenigstens noch so halten, dass die Kamera nicht unbedingt nass wird, wenn ich halt filmen muss. Ja, deswegen auf jeden Fall auch beide Sachen. Dann kommen wir mal in den Sommer, weil ne, der Sommer kommt ja auch. Und was ich dann immer im Sommer im Park habe, wenn natürlich die Sonne scheinen soll, ist ganz wichtig Sonnencreme. Ja, habe immer so kleine Sonnencremes dabei. Einfach nur so kleine Packungen, dass man sich auf jeden Fall auch eincremt, weil Disneyland in Paris hat auch viele freie Flächen, vor allem wenn man auf eine Show wartet, auf The Hub oder so. Da knallt die Sonne echt rein im Sommer und deswegen auch immer ganz viel Sonnencreme dabei haben. Dann habe ich immer noch, was viele Frauen kennen werden, einen Summer Saver dabei. Wenn es mal zwischen den Beinen reibt und, oder man auch Blasen bekommt, also wenn man merkt, die Schuhe reiben, dann schmiere ich das auch mit Summer Saver ein. Das kann auch im Winter machen, wenn man merkt, die Schuhe reiben. Das ist halt ein Anti-Wund-Reib-Stick. Und im Sommer haben wir natürlich auch viele Frauen das Problem, wenn sie keine Shorts tragen oder keine Radlerhosen unter ihrem Kleid. Die Beine reiben aneinander und das kann sehr unangenehm werden. Und deswegen habe ich auch immer einen Summer Saver dabei. Aber wie gesagt, hilft auch gegen Blasen. Also wenn man merkt, der Schuh reibt, dann auf jeden Fall auch vorher eincremen. Deswegen die zwei Sachen. Und natürlich, was im Sommer nicht fehlen darf, ist eine Sonnenbrille. Habe ich auch immer dabei in den verschiedensten Outfits. Ja, das waren so jetzt die wetterbedingten Sachen. Die kann ich jetzt leider nicht einpacken, weil die Sonne soll auf gar keinen Fall scheinen. Dann kommen wir zu den Gadgets, die ich mir in den letzten Jahren so zugelegt habe, weil es einfach bequem ist. Und ich habe es schon so oft auch in den Vlogs gezeigt und ich weiß, viele von euch haben sie bereits nachgekauft.
Und zwar weiß man ja, dass man im Disneyland sehr oft lange warten muss. Für Shows, für Paraden, fürs Feuerwerk, für Charaktere. Und deswegen habe ich irgendwann mir erstmal ein Sitzkissen zugelegt. Und wie gesagt, das verlinke ich euch gerne unten. Da habt ihr die Amazon Storefront von mir und da habt ihr auch Must-Haves Freizeitparks. Und da findet ihr auch die Sachen drin. Und ja, das ist einmal ein Sitzkissen, ein Camping-Sitzkissen. Das kann man so ganz klein zusammenfalten. Also ihr seht, das passt auch sogar in eine kleine Handtasche. Und das kann man aufblasen und ist ein Sitzkissen. Das war so das erste Gadget, was ich mir gekauft habe. Und wirklich teilweise ein Lebensretter. Also ja, ich kann es jetzt auch mal aufblasen kurz. Ah ne, das Große muss ich nehmen. Das Kleine ist zum... Doch, eigentlich doch, so muss es gehen. Ich habe es lange nicht mehr mitgenommen. Ihr seht, super schnell aufgeblasen, dann hat man so ein weiches Sitzkissen, wenn man auch eine Wand hinter sich hat, kann man sich auf den Boden setzen, ist nicht ganz so hart, ist praktisch vor allem im Sommer und wenn es nicht nass ist auf dem Boden, dann eine super Sitzgelegenheit und ja, ein wahrer Helfer. Ich habe schon, das ist schon mein zweites Modell, das erste war dann irgendwann, ist er leider kaputt gegangen, aber ja, und dann kann man das einfach wieder aufmachen und die Luft ist wieder super schnell wieder draußen und ja. Also das ist für mich ein Must-Have, vor allem wenn man irgendwo lange warten muss. Also im Sommer oder generell habe ich das immer dabei, nicht nur im Sommer, weil es gibt auch eine andere Sitzmöglichkeit, die wir jetzt vor kurzem entdeckt haben. Die kennt ihr auch schon aus den Vlogs. Aber der ist so klein, den habe ich trotzdem immer noch dabei, weil den kann man ja auch auf die andere Sitzgelegenheit packen, falls es zu hart wird auf der anderen Sitzgelegenheit, die ich euch jetzt zeige. Und zwar ist es das hier. Ja, ihr seht, es ist schon ein bisschen größer mitzuschleppen, auch ein bisschen schwerer. Aber vor allem, wenn es regnet, also das heißt, es wird jetzt auf jeden Fall mitgenommen, weil auch die neue Show anfängt. Und wir werden auf jeden Fall ganz viel warten müssen. Und das ist ein Hocker, den man einfach auseinanderzieht. Und dann hat man einen Hocker. Bis 120 Kilo belastbar. Ein Lebensretter schon gewesen in allen möglichen Situationen. Super praktisch. Wie gesagt, nicht ganz so handlich. Also man, deswegen auch den großen Rucksack. Man kann ihn natürlich auch umhängen oder auf einen Kinderwagen hängen oder so. Und viele haben mich bereits gefragt, ob es Probleme gab, weil die anscheinend in Walt Disney World verboten sind. Bisher keine Probleme gehabt, weder bei Security noch irgendwie, wo wir da gesessen haben. Wir nehmen ja auch, also ob wir jetzt stehen oder auf dem Ding sitzen, finde ich jetzt nicht, dass wir so viel mehr Platz einnehmen. Und wir sitzen ja nicht während der Show. Also wir stehen ja dann auf, klappen es zusammen und packen es wieder weg. Einfach nur fürs Warten haben wir uns diese Hocker gekauft. Und wie gesagt, ich weiß auch, einige von euch haben sie schon nachgekauft. Und ja, ein Lebensretter in manchen Situationen. Aber ich nehme es nicht immer mit. Also wenn ich weiß, okay, heute ist geplant, wir wollen uns 3 Stunden für einen Charakter anstellen oder eine neue Show beginnt oder sonst irgendwas, dann weiß ich, okay, wir müssen sehr viel warten an einer Stelle und deswegen kommt er dann mit. Und wenn ich weiß, okay, wir laufen durch den Park, wir werden was essen gehen, immer nur gechillt irgendwo wo sitzen oder so, dann nehme ich ihn nicht mit. Ja, dafür habe ich aber immer das andere Kissen dabei, weil es halt so klein und handlich ist. Und das dritte Gadget, was ich euch auch schon sehr oft ans Herz gelegt habe, ist meine Wasserflasche. Meine Philips Filterwasserflasche. Ich hatte auch mal die von Britta. Ist genauso gut. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung. Ich habe jetzt hier die Go Zero von Philips für mich entdeckt. Und ja, nehme nur noch die mit, auch in andere Freizeitparks, weil man spart sich so viel Geld. Ich hatte die auch in Orlando dabei. Man kann überall das Wasser auffüllen und es schmeckt nicht nach Chlor. Also vor allem in Orlando und auch in Disneyland Paris gibt es die Wasserspender, das ist ja auch super, aber oft schmeckt es halt nach Chlor. Und diese Flasche hat einen Filter drin und filtert den Chlorgeschmack wirklich komplett raus. Man schmeckt ihn nicht und ich bin dafür eigentlich richtig allergisch. Ich schmecke sowas sofort und kann es dann auch nicht trinken und die Flasche ist wirklich Gold wert. Hat mir schon sehr, sehr viele Euros eingespart und ja, ist auch super praktisch. Kann man sich an den Getränke, an den Wasserbrunnen immer auffüllen und hat dann immer genug zu trinken dabei. Also schon seit, ich glaube, 2 Jahren mittlerweile mein täglicher Begleiter, auch auf die Arbeit, in Freizeitparks, generell im Urlaub, habe ich immer diese Flasche dabei. Ja,
Dann kommen wir zu meinem Rucksack, was da so alles drin ist. Das war es nämlich noch nicht alles. Ich habe immer einmal so ein Täschchen hier dabei von Eastpak. Habe ich letztes Jahr ja zugeschickt bekommen. Und da habe ich so mein Kamera-Equipment drin. Da habe ich Aufsätze drin für gewisse Sachen. Ich habe hier meine Insta 360 Go 3 drin. Eigentlich müsste noch die Insta X3 noch rein. Die habe ich gerade noch geladen. Dann haben wir hier den Selfie-Stick von der Insta, aber nur den 1,5 Meter, den 3 Meter, der passt hier nicht rein. Dann habe ich hier auch nochmal Kopfhörer, falls irgendwie andere kaputt gehen sollten. Und ja, verschiedene Halterungen hier, die Handhalterung für die Action-Cams und so. Die Kordel von Insta360, genau, das habe ich hier alles hier drin. Damit ich da auch dann weiß, wo ich es finde im Rucksack und ich irgendwie suchen muss. Eigentlich kommt da auch noch meine Osmo Pocket rein. Aber die weiß ich aktuell nicht, wo die ist. Muss ich mal gucken. Genau, dann kommen wir zum Rucksack. Und wie gesagt, wetterabhängig. Es ist ja noch etwas kalt draußen. Deswegen nehme ich eine Mütze mit. Die habe ich dann auch immer dabei. Dann habe ich einmal Handschuhe. Einfach ganz normale Handschuhe. Vor allem aber mit Touch, also dass ich mit meine Handys dabei benutzen kann. Und dann habe ich immer im Winter dabei elektronische Handwärmer. Die sehen so aus. Hab ich euch auch unten verlinkt. Findet ihr auch in der Amazon Storefront. Sehen aus wie so kleine Mäuse. Und die kann man dann aufladen und dann werden die richtig heiß, muss man sagen. Und es gibt 3 Stufen. Die kann man dann sich in die Jacke packen und ja, kann man die Hände zusätzlich noch aufwärmen. Und dann habe ich noch Wärmepflaster dabei. Die habe ich auch mal beim großen A bestellt. Einfach so Rückenpflaster, falls es kalt wird oder auch ich Rückenschmerzen habe, vor allem vom Rucksack tragen, klebe ich mir die auch gerne mal so auf den Schulterbereich. Ja, habe ich auch immer dabei. Wie gesagt, das ist jetzt jahreszeitabhängig. Im Sommer habe ich die Sachen natürlich nicht dabei. Dann, was ich noch mal dabei habe, ist Stefans Besteck vom Freizeitpark Traveler. Habe ich mal von ihm zugeschickt bekommen. Ist super praktisch, weil ich hasse dieses Holzbesteck. Und das hier ist einfach ein Plastikbesteck, was man dann zu Hause wieder in die Spülmaschine werfen kann. Und dann hat man wieder für den nächsten Trip einmal das Besteck dabei. Wie gesagt, ich mag das Holzbesteck überhaupt nicht. Dann habe ich nochmal so ein Kameratäschchen dabei. Da sind Ersatzakkus drin für meine Kamera, mit der ich gerade filme. Ich muss gerade gucken, ob die überhaupt aufgeladen sind. Gut, dass ich es nochmal in der Hand habe. Mein Adapter, um die Daten aufs Tablet zu übertragen. Da habe ich nochmal Kopfhörer drin, so Linsenreiniger und ja, was man halt so mal gebrauchen könnte. Dann habe ich natürlich nochmal Taschentücher dabei, kann man nie genug haben. Und dann habe ich Snacks dabei. Das ist einfach nur, ich habe jetzt irgendwelche reingeworfen. Ich habe halt immer, ja, kommt drauf an, wie ich dadurch anreise. Oft kalten Kaffee dabei für zum Frühstück, Smoothies und halt Bananen. Und wenn ich mit dem Flugzeug fliege und Handgepäck habe, geht das natürlich nicht. Und dann halt immer so Müsli-Riegel dabei, dass, ja, wie gesagt, ich immer irgendwas zu essen habe und mir den ein oder anderen Euro für Snacks sparen kann. Dann 2x Powerbank. Ich habe genug Elektrogeräte, also Powerbanks kann ich nie genug haben. Und auch wenn bei anderen der Strom mal leer ist, kann ich damit auch dienen. Die ist ein bisschen kleiner, die ist groß, die hat, glaube ich, 20.000. Ja, die hat 20.000 mAh und die hat 10.000. Also reicht auf jeden Fall ein bisschen, um was aufzuladen im Park. Und dann habe ich noch mein Tablet immer dabei. Oder nicht immer, aber meistens, auf dem ich halt meine Videos schneide. Vor allem, ja, wenn man im Park viel wartet oder so, nutze ich gerne die Zeit, um halt auch Videos zu schneiden. Genau, das waren jetzt so die großen Sachen aus dem Fach. Das schmeiße ich jetzt mal wieder rein. Und dann habe ich noch ein kleines Fach, wo ich auch noch alles Mögliche an Zeug noch drin habe, was man mal im Fall der Fälle mal gebrauchen könnte. Und zwar, ja, einmal Schmerztabletten. Ibuprofen. Kopfschmerzen habe ich öfter mal oder auch wenn man Rückenschmerzen hat oder wenn andere eine Ibo brauchen, habe ich eine dabei. Dann Blasenpflaster, habe ich zum Glück in letzter Zeit nicht benutzen müssen, aber habe ich auch schon Brina gebraucht, deswegen ich bin immer Mary Poppins, sagen die immer. Dann nochmal Taschentücher, dann habe ich immer, seit ich jetzt auch in der Schweiz wohne oder bin, Aromat dabei. Hier gibt es diese kleinen Aromatgewürze in so kleinen Döschen.
Und ja, manchmal ist das Essen halt nicht so gewürzt oder man hat kein Salz zur Hand. Dann benutze ich mein Aromat. Dann habe ich immer Make-up und ein Pinsel dabei, um mich nachzupudern. Dann habe ich nochmal sowas dabei, um mich nachzupudern. Dann habe ich Q-Tips dabei. Einfach aus dem Grund, vor allem, ich weiß nicht, ob es im Sommer war, aber ich hatte schon öfter den Fall, dass mein Make-up auf einem Auge irgendwie total verschmiert war. Vor allem, wenn ich halt so Tränen in die Augen bekomme vom Wind oder so, dann verschmiert das oft. Und damit ich das dann wegmachen kann, habe ich immer die Q-Tips dabei. Dann habe ich auch so kleine Feuchttücher dabei. Die habe ich mal in Dubai gekauft mit Lotso Design. Handcreme, vor allem im Winter habe ich so trockene Haut, wenn wir unterwegs sind im Park. Einen Spiegel inklusive Bürste, der auch mittlerweile nicht mehr ganz so schön aussieht, aber Bürste mit Spiegel im Minnie Mouse Design habe ich mal bei Primark gekauft. Auch sehr praktisch eine Bürste. Und die letzten zwei Teile, die ich dabei habe, sind einmal Brush Sticks, also so Zahnstocher. Das hat auch einen Grund, weil ich habe ja ein Implantat bekommen vorletztes Jahr. Und ich hatte ein halbes Jahr keinen Zahn hinten oben links und das hat sich ein bisschen verschoben, meine Zähne. Und seitdem habe ich so eine ganz blöde Zahnlücke. Und vor allem, wenn ich Fleisch esse, brauche ich diese Dinger. Und deswegen habe ich die jetzt immer dabei, weil sonst kriege ich die Krise. Und das ist dann echt richtig nervig für mich. Und was ich auch mal dabei habe, sind meine Buttons. Habe immer ein paar Buttons von mir dabei, die ich auch gerne an euch verschenke, wenn ich euch sehe. Also wenn ihr mich seht und ich vergessen sollte, euch einen Button zu geben, dann könnt ihr mich immer ansprechen, weil ich habe immer ein paar Buttons dabei. Wenn ich natürlich viele Leute an einem Wochenende treffe, kann auch sein, dass sie dann weg sind. Aber ich bemühe mich immer, genug Buttons mitzunehmen und euch die dann auch im Park zu geben. Ja, das war alles, was ich so im Park mit mir rumschleppe. Habt ihr noch Must-Haves, die ihr im Park mit rumschleppt? Oder habt ihr schon Sachen mir nachgekauft, die ihr auch immer dabei habt, wie zum Beispiel die Flasche oder den Sitzsack oder so? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und interessiert. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.